Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute aus Hasloch in der Pfalz. Liebe Susanne, wir haben dich in die Vorderpfalz nach Hasloch geschickt, weil wir denken, da müsste es doch ein schönes Spargelrezept geben. Schließlich ist die Region für viel und guten Spargel bekannt. Uns würde ein Gericht interessieren, das nicht so alltäglich ist. Mit Spargel lässt sich doch eine ganze Menge machen. Wir sind heute hier in Hasloch unterwegs, weil wir Spargelrezepte suchen. Und ich habe gedacht, beim Metzger gibt es ja auch manchmal, ja, sehen Sie, Sache mit Spargel. Was haben Sie da? Das ist schön. Vielleicht können Sie mir mal tolle Rezepte mit Spargel verraten. Und ja. Wir haben auch Spargelsalat hier. Bieten Sie auch an, ja, sehe ich gerade. Hätten Sie denn Zeit, heute mit uns mal so einen Spargelsalat zuzubereiten? Nee. Ja, ich muss schaffen. Ich krieg frei auch. Sie auch? Da sind Sie ja fein raus heute, gell? Ja. Aber geben Sie mir doch mal einen Tipp, wen ich hier in Hasloch fragen könnte noch. Zu Spargelgerichte? Hm? Ja. Oder wer sowas verkauft? Nee. Oder vielleicht die der alte Pfarrhof? Klingt? Nee, aber der macht hier bestimmt Spargelgerichte. Also, da kriegen Sie auch geschält. Und Sie sollen mir heute zusammen kochen? Nein, danke. Nee? Ich habe gestern Spargel gekocht. Und heute gibt es was anderes. Ja. Ach, wie schade. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag und ja, danke für den Tipp, gell? Jo. Tschüss. Tschüss. Ja, jetzt haben wir ja zwei tolle Adressen. Einmal Klink und der andere Hof mit der Frau Schmidt. Und dann würde ich sagen, weil da haben wir schon eine Telefonnummer, da rufe ich jetzt einfach mal die Frau Helma Schmidt vom Hilbenhof an und frage, ob die ein Rezept hat und vielleicht mit uns kochen mag. Jetzt müssen wir mal die Daumen drücken. Hallo? Ja, hallo. Ist da die Frau Schmidt? Ja. Frau Schmidt, hier ist die Susanne Nett vom Südwestrundfunk. Hallo, dürfen wir reinkommen zu Ihnen? Ich bin die Susanne Nett, hallo. Und ihr könnt sie mir ruhig geben, das macht mir überhaupt nichts. Okay, Vom SWR, dann nehme ich davon. Ja. Und für die Kisch auch. Okay, also wir haben den, dann noch genau ein Bund Rucola bitte. Das können Sie alles hier reinmachen. Das ist kein Riesling, ich nehme mal einen Sauvignon Blanc mit. Das ist ein super Wein zum Spargel. Tschüss. Sie haben es aber schön hier. Ach, du liebe Zeit, was für eine Meute da kommt. Hallo. Guten Tag. Ich grüße Sie. Ich danke Ihnen, dass Sie so spontan mitmachen wollen. Das ist sehr überraschend, das kann ich Ihnen sagen. Okay. So, jetzt sind wir hier im Herzstück bei der Frau Schmidt in der Küche und haben schon mal ein bisschen Spargel hingestellt. Ich habe ja das mal mitgebracht und wir wollten jetzt eine Spargelkisch machen, haben wir gesagt, ne? Was für einen Spargel nehmen wir dazu? Den grünen, den weißen oder gemischt? Was wollen Sie? Nein, ich würde den weißen für die Kisch nehmen und den grünen für den Salat. Mit was fangen wir an? Für die Kisch brauchen wir ja den Mürbeteig. Ja, ja. Aber wir müssen mal erst die Spargel putzen, Wasser draufstellen, damit die Spargel brauchen ja immerhin 10 bis 15 Minuten, bis sie gar sind. Alles klar. Dann nehmen wir mal den Topf gleich rein. Dann fange ich schon mal mit dem Schälen an, Hände sind schon gewaschen. Wollen Sie die Kisch, die Spargel schneiden oder lassen wir sie ganz? Für die Kisch? Ja. Ich würde sie vielleicht ein bisschen schneiden. Ja, gell, das ist dann schön, schön leichter. Kann man besser essen dann. Ja, ich mache dann gleich einmal Wasser rein. Gut, ich lege hier schon mal los. Und was machen Sie in Ihr Spargelwasser rein? Also es macht ja jeder ein bisschen unterschiedlich. Ja, ich mache nur Salz rein. Nur Salz, okay. Ja. Und dann aber später dann ein bisschen Weißwein in die Soße. Okay. Denn der Wein kocht, der Alkohol verkocht sich ja im Wasser. Mhm. Also die brauchen wir nicht ganz schälen. Nur unten, gell? So von so das ein Drittel von unten. Machen Sie das mit hier rein dann? Ja, das machen alles wir hier dazu rein. Okay. Konnten Sie dann auch mal verreisen? Sind Sie auch ein bisschen rumgekommen? Ja, also, darf ich sagen, ja, nein, aber dadurch, dass ich dann im Landtag war, war das dann auch mit in Ruanda. Was haben Sie denn im Landtag gemacht? Ich war Abgeordnete. Ach, auch noch? Mhm. 17, ja. Sehen Sie, und die kommt jetzt da rein. Mhm. Das Wasser habe ich jetzt noch nicht eingeschaltet. Ja. Weil wenn Sie den Teigwasser tun und dann geht es nicht so gut. Ah, Sie machen es so rum, weil ich mache es immer erst, nachdem ich das Spargel gekocht habe. Ist das egal, welche Reihenfolge, oder muss man da die Reihenfolge einhalten? Nein, Mann, nein. Das muss man nicht. Ja. Aber wenn Sie hier, wenn wir jetzt die Spargel schneiden und in der Zeit kocht es, wissen Sie? Ja, stimmt. Okay. Ich habe es auch gleich. Wissen Sie, wenn Sie, ich finde immer, wenn man was macht im Leben und man macht es länger, bleibt man vielleicht auch jünger. Sie sehen jung aus.
Naja, jung bin ich nicht mehr. Und sind dann mehr? Ich gebe das schon zu, wie alt ich bin. So ist das. Verraten Sie es uns mal. Ich werde 42. Und Sie? 85. Ehrlich? Ja. Das glaube ich Ihnen jetzt aber nicht. Sie müssen es aber glauben. Ich bin 31 geboren. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte Sie weitaus jünger geschätzt. Und wo hätte ich denn die Zeit hernehmen sollen, für das alles zu machen? Wenn ich weiß ja will. Nicht. Und hier auf die Platte ja, machen Sie es drauf auf die Platte. So, jetzt brauchen wir 100. Wie viel tut ihr? 100. Gut. Einmal hochkrempeln. Wollen Sie es machen? Ja, machen Sie es. Ja. Also die Butter. Ich auch was scharf hier. Sie haben ja schon genug geschafft in Ihrem Leben. Jetzt nehmen Sie ein bisschen Gabel. Gucken Sie mal, da habe ich Gabel drin. Was bauen Sie denn hier alles an? Also die Kühe haben Sie nicht mehr, sagen Sie, gell? Wir haben einen Viehhaltungsbetrieb gehabt. Und jetzt haben wir einen Ackerbaubetrieb. Mhm. Heben Sie mal das hoch. Gut. Merken Sie schon? Ja, es löst sich so langsam. Immer wenn die Hände sauber sind oder die Schüssel ganz klar, ohne Teig, dann ist er optimal. Optimal fertig. Gucken Sie mal. Lassen wir ihn so, oder? So, ja. Jetzt nehmen wir mal die kleine Schüssel. Ein bisschen Grünzeug. So, jetzt kommen Sie mal her, mach das gleich weg. Mhm. Spargel probieren. Wie das ist. Was macht denn der Spargel? Sieht der gut aus? Der sieht gut aus. Da rein? Ruhig da rein, ja. Vorsicht, dass ich sie. Ja, geht. So, man das mal sieht. Keine Angst, schießen Sie ruhig. Nehmen wir auch den Frühlingslauch oder brauchen wir den gar nicht? Wir könnten vielleicht zwei feine Ringe schneiden. Gut, mache ich das. Gut, Sahne. Und Schmand. Ja. Vielleicht können Sie den schon mal aufschneiden. Da haben wir jetzt mal einen Gruyère genommen. Kann man ruhig einen kräftigen Käse oder wenn man es milder mag. Die Spargel haben an sich nicht so einen kräftigen Geschmack, gell? Ja, kann man da ruhig ein bisschen was dazugeben. Gucken Sie mal rein, ob das so richtig ist. Ich meine, das wäre... Ja, ist perfekt. Schmeckt mir das Muskatnuss schön raus. So. Was sagen Sie? Sieht schon mal klasse aus. Nein, ich meine jetzt nicht, dass das klasse aussieht. Ich meine jetzt die Spargel, die wir gestellt haben. Super. Von der Größe des Topfes her. Passt. So, jetzt kommt das schön hier drüber. Wir haben auch ein gutes Maß. Gib mir Mühe. Ja, verteilen. So, dürfen Sie den Käse drauf machen? Alles auf? Genau. Achso, Sie verteilen den dann. So, gut, verteilen den. Ja, wir haben ein bisschen zu viel Käse. Macht nichts, oder? Soll man drauf lassen oder was sagen Sie? Wir können den drauf lassen. Ich esse ja gern Käse. Oder essen Sie nicht so gern Käse? Ist ja gut. Er geht ja auch noch ein bisschen zusammen beim Backen, wissen Sie? Er bleibt ja nicht so hoch. Der verläuft noch ein bisschen. Also da kann man nichts sagen. Das sieht super aus. So, das erste Gericht steht. So. Frau Schmidt, jetzt haben wir hier unseren Spargel für den Spargelsalat. Wie machen Sie den? Also, Spargelsalat mache ich nicht zu allzu viele Sachen dran. Wir können an den Spargelsalat jetzt ein bisschen Schinken schneiden. Ja. Aber wenn Sie jetzt vegan kochen, müssen Sie ihn rauslassen. Ja. Ja, so. Noch eine? Noch zwei. Zwei? Oh, ja. Ja? Ja, so. Jetzt hole ich Ihnen noch was rein für drauf. Muss ich aber draus holen. Noch für drauf? Ja.
Ach toll. Das würden meine Hasen jetzt auch gern essen, aber ich esse das auch gern. Löwenzahnblüten. Eben. Schön. Das wächst alles bei Ihnen, ja? Ach. Wissen Sie, wenn Sie sowas anrichten, und dann ist es auch für die Gäste schön. Mhm. Das Auge ist mit, gell? Das Auge ist mit. So einen schönen Salat haben wir noch nie gemacht. Wirklich nicht. Ehrlich nicht. Das reicht. Jetzt müsste es gut sein. Und lassen wir mal raus. Ja. Und was sagen Sie? Gucken wir mal. Sieht doch gut aus. Sieht gut aus, gell? Okay. Nimm ich das mit und dann gehen wir an den Tisch. So. Oh, das sieht doch toll aus. Ja, mit dem können Sie auch schneiden. Gucken wir mal. Oh ja. Nee, so rum, gell? Ui. Schieben Sie ja. Deshalb habe ich die genommen. Ich habe mal einen Sauvignon Blanc mitgebracht. Der wird auch gern zu Spargel genommen. Natürlich wäre Riesling die Königsdisziplin, aber wir sind mal offen für Neues. Mit den Blüten. Frau Schmidt, der Moment ist gekommen, wo wir probieren dürfen. Guten Appetit. Guten Appetit. Mit dem Haslocher Spargel. Mhm. Mmh. Das schmeckt toll. Ja. Auch mit dem würzigen Käse, super. Sie war nachher eine Überraschung für mich. Danke. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Und ich bin jetzt schon gespannt, was es dann geben soll.